So, Das sind wir wieder. herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Muffin TV. Mein Name ist Bronko Kulitschka. Zu mir meine Kollege heute wieder zu Gast, mein Kollege Pavel. Grüß dich, Pavel. Grüß dich. Und dabei haben wir noch nicht mal was getrunken. Der ist nicht außer Wasser. Auch Wasser kann betrunken machen. Kann auch. Aber wenn man zu viel trinken kann, Wasser betrunken machen. Ja. Also, warum sind wir heute da? Ja, ich denke mal, heute werden wir unsere Vorhaben mal konkreter vorstellen. Wir haben es gestern ja schon angesprochen. Was wir so uns vorgestellt haben, an Spiele zu spielen. Der eine hat es in materieller Form gerade zur Verfügung, der andere halt leider Gottes nicht nur in immaterieller Form. Deswegen übergebe ich jetzt mal. Genau. Also, ich von meiner Seite habe mal meine PlayStation 4 Sammlung Spiele mal mitgebracht. Bezieht sich aber erstmal nur auf ein Teil. Die physischen Teile. Ich habe auf meiner Konsole selber noch ein paar mehr. Zum einen habe ich hier Final Fantasy 15. Yay. Wohl bemerkt, dass nicht mein eigenes ist, sondern von meinem Bruder. Psst, danke, dass es mir überlassen hat. So. Assassin's Creed Odyssey. Habe ich nur mal angespielt. Bin ich noch nicht weit. Ich habe es nur in materieller Form. So kann man sagen. Bald. Bald. Fehlt noch in meiner AC-Sammlung. Steht noch drin, ja. Was haben wir noch? The Witcher 3. Habe ich angespielt. Ja. Bin ich auch noch nicht so weiter. Jetzt kommt das Wortspiel. Das steht noch auf meiner Witch-Liste. Genau. Okay. Bisschen Spaß muss sein. Auf der Witcher-Liste, weil dann... Detroit Become Human. Tolles Spiel. Aus dem Hause Quantic Dream. Wer es noch kennt, Heavy Rain. Jo. Fahrenheit. Eines der ersten von denen. Dieses Spiel habe ich durch. Da bin ich dran gesessen, aber richtig Hammer. Ich bin mal gespannt, ob sie noch ein Spiel Celsius rausbringen oder Kelvin. Grad Fahrenheit, Grad Celsius und Grad Kelvin. Genau. Kannst du mal eine E-Mail schicken und einen Vorschlag rüberbringen, ob sie sowas haben? Vielleicht gibt es dafür eine Vorschlagsprämie. Hätte doch mal was. Ja, wir bringen denen selber Ideen für Spiele. Dann. Warum nicht? Habe ich hier Fallout 4 Game of the Year Edition. Da habe ich schon lange jetzt nicht mehr mitgespielt, aber ich bin auch nicht extrem weit, aber auch nicht ganz am Anfang. Also, ich glaube, ich war beim letzten Stand, war ich beim Nucleus bei der Stadt, bei den Nuklearanbietern. Solange es nur ein Rausfall ist und kein Reinfall. Ja. Sonst wird es heißen Fall-In. Fall-In, Fallout. Vielleicht irgendwann kommt mal Fall-In. Ja, Reinfall. Reinfall. Auf Deutsch übersetzt. Das war ein Rausfall. Wenn man es jetzt so ganz banal übersetzt. Reinfall, Fall-In. Hm. Resident Evil 7. Klassiker. Ja. Resident Evil Reihe, hallo? Ja, das aktuellste, abgesehen jetzt von dem 2er Remake. Da bin ich. Ich finde es da an der Seite interessant gemacht. Man hat 7 in dem Wort Evil mit eingebaut. Ja, hat man hier auch auf der Vorderseite. Ja, ich habe es nur von der Seite gesehen, tut mir leid. Da haben sie gut mitgespielt. Ja? Echt super spielt, also echt empfehlenswert. Es geht richtig wieder back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Also Schocker ohne Ende, klar. Das mit dem T-Virus ist jetzt nicht mehr so, was seit dem 4er ist ja mit den Parasiten. Aber Hammer, echt Schockerspiel. Hat's mich einmal vom Sofa hochgehauen vor Schreck. Huch. Oh ja. Und auf einmal hing er an der Decke. Ja. Klar. Red Dead Redemption 2. Durchgespielt natürlich, lange. Ironischerweise habe ich nie den ersten Teil durchgespielt, weil ich fand ihn langweilig. Den Zweier. Den Einser. Also den Einser. Der Zweier war besser? Zweier war besser? Mir hat der Zweier besser gefallen, weil mehr Vegetation und sowas war. Klar, man muss sagen, es ist der wilde Westen. Da ist man in der Wüste, da ist man in der Pampas. Beim ersten Teil, als ich es gespielt habe, kam es mir so gähnende Leere vor.
Hier haben sie wo auch ein bisschen Spielerwünsche erfüllt. Also wenn man da unterwegs ist mit seinem Pferd, kommen auch andere Reiter entgegen, Kutschen, die kann man auch schön überfallen, ausräubern, abknallen, wenn man will. Welches Spielgenre fällt es? GTA-Style. Open World, Stadt Ah. GTA mit Stadtautos ist der Wilde Westen. Und kommt jetzt Okay. im November für PC raus. Wäre eine Überlegung wert. Wäre eine Überlegung. Weil so GTA, das Ja, also mir hat es. fällt jetzt eigentlich auch noch so unter mein Ding. Mir hat es tierisch gefallen. Müsste ich Ich mir mal hab's überlegen. komplett durch. Ja, du bist lange dran. Also, das ist eine lange Spielzeit, was die Story angeht. Ich hab's Spiel abgeschlossen und kann immer noch diese Nebenmissionen, Sachen machen. Ja, gut, das kenne ich aus der AC2-Trilogie. Ja, also, Da das ist kannst du auch, empfehlenswert. wenn du die Hauptstory mit Ezio abgeschlossen hast, in allen drei Teilen, Allerdings weiß ich kannst du da nicht. noch in den Städten, keine Ahnung, was für ganze nebensächlichen Sachen machen. Wahnsinn. Allerdings müsstest du halt mal schauen, ob es funktioniert auf deinem Laptop. Spiel, weil grafisch auf dem Computer ist auch Bombe. Wenn du es hoch stellst, Also logischerweise. ich sag mal so, also den Einser und den Zweier, also die Zweier-Trilogie, die konnte ich auf dem Laptop. Red Dead Redemption 2? Also nicht, dass ich meinte jetzt Assassin's Creed. Also nein, wir hatten es ja zuletzt schon Red, Achso, nee, weil also das ja Überlegung wert war, zu ja. holen. Gut, je nachdem wie alt es ist, kann ich das auf volle Pulle hochschrauben, Das grafisch. Red Dead Redemption 2 kam dieses Jahr raus für die PS4. Anfang des Da Jahres. könnte es sein, dass der Laptop vielleicht ein bisschen mir einen Strich durch die Rechnung macht. Ich Müssen wir meine, auch du mal musst gucken. bedenken. Zwei Blu-rays. Oh, das kenne ich früher noch von. Welcher Teil war das? Final Fantasy 8? Vier CDs Ja, und jetzt überleg auf der mal, PS2? die Installationsdisk und die Spieldisk. Oder, nee, Quatsch, FF8 war auf der PS1 sogar noch. Ja, aber wie gesagt, ich habe auf meiner PlayStation 4, was war's, 103 GB freier Speicher brauchst du. Zum Glück habe ich nur die Slim mit einer Terabyte-Version. Das heißt, du hast letzten Endes noch 104 GB frei. Ja. Ah, ist Hammer. Aber nur weil du einen größeren Speicher drin hattest, im Terra-Bereich. Ja. Ah, ne, hier mindestens 105 GB braucht das Spiel Speicherplatz. Zieh dir mal so ein Spiel bei Steam runter. Könnte mein Laptop gerade aktuell nicht mehr stemmen. Ich glaube nicht. Vor Weil allem, wenn du 8 ich Jahre allgemein gerade entwickelst. zu wenig Speicherplatz drauf habe. Ich muss mal gucken, was ich da vielleicht wieder auf extern rüber pfeifen kann. Ja. Mal schauen. Aber Hammer. Es wäre Überlegung wert. Ja. Dann. Wenn, dann bediene ich mich sowieso erstmal am vorhandenen Inventar. Genau. Bevor ich irgendwas anderes mir noch an die Füße hole und es bleibt dann erstmal keine Ahnung, wie viele Jahre auf der Strecke liegen, bevor es mal angegangen wird. Wenn ich sehe, ich habe hier Spiele und habe auch noch nicht alle durch. Komme ich noch? Fange ich auch an? Habe ich gute Gelegenheit? Kann ich diese Spiele anfangen richtig und kann sie auch streamen? Jo. Hier, da bin ich auch gerade dabei. Ah, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain inklusive Ground Zeroes. Super. Der letzte Metal Gear Teil von Hideo Kojima. Wir wissen ja, er hat sich ja von Konami getrennt. Ja, sie sind. Ob sie im Guten gegangen sind oder im Schlechten, kann man nicht sagen, aber anscheinend hat es wohl nicht mehr so gepasst bei Konami. Das hast du aber bei mehreren schon gehabt. Auch jetzt, auch noch nicht allzu viele Jahre her, die Spaltung zwischen Story of Seasons und Harvest Moon. Ja, da war Das ja die Sache, war nämlich auch da noch war ja so sich ein Ding. Natsume. Natsume. Ja. Marvel war, glaube ich, der Publisher, Ich der glaube es schon, ja. außerhalb Ich glaube von schon, ja. Japan versorgt hat und die wollten halt ihr eigenes Ding drehen. Und das Problem war halt, dass Marvel halt die Namensrechte an Harvest Moon haben. Und im Japanischen heißt das Originalspiel, ich weiß nicht den japanischen Namen, aber Story of Season, nur den Namen halt in Japanische Also umgesetzt. Story of Seasons ist prinzipiell von den.
Machern Von den dem, Originalmachern von von den Harvest Moon, von den anfänglichen Harvest Moon Teilen, genau. genau. Da man weiß ja, die haben dann ihr eigenes Ding gedreht und haben schlechte Scheiße gedreht, muss ich jetzt mal sagen. Story of Seasons ist nun mal halt immer noch eigentlich der Originalableger Eben. von dem klassischen Harvest Moon. Jetzt kam ja Story of Seasons, ein neues raus, die Draimon, mit Draimon Edition, mit der Anime-Figur. Okay, Robotermäßig, also guckt ja. auch meine Tochter gern. Also auf jeden Fall hat das richtig reingehauen. Also dieses Anime, storymäßig und halt diese Harvest Moon Bauern-Elemente Ja, halt drin. ja, ja. Was da auch ein sehr guter Vergleich ist, für die PS3 ist es in dem Fall aber Rune Factory. Das ist auch ein sehr interessantes Spiel. Ja, Das hat ein ähnliches da gab es Spiel. glaube ich zwei oder drei Teile Ja, Rune es hat ein Factory, ja. ähnliches Spielprinzip wie Harvest Moon, aber halt noch mit RPG-Elemente dabei. Das heißt, du hast auf verschiedenen Inseln, wo du was anbauen könntest später, erstmal noch ein Dungeon zu clearen. Ja. Also das gibt es Projekt, da aber auch. man muss sagen, es hat eigentlich jetzt Hideo Kojima nicht geschadet, dass er bei Konami raus ist. Sony hat sich natürlich da gefreut, Ja, dass er mit klar. seinem Entwicklerstudio zu Naja. Sony rein ist. Naja. Und man hat ja gesehen, was sie jetzt momentan für ein neues Spiel rausbringen. Wie heißt denn das neue Spiel von Hideo Kojima? Oh, ich hab. Oh, Death Stranding? Ah, ich habe den Namen vergessen. Das gibt's doch Schauen wir nicht. noch mal nach. Ich muss mal googeln, Schauen wir googeln, noch mal. googeln, googeln, ja. Wir Kannst ja goggeln. nebenbei mal schauen. Wir goggeln. Ja, Du gut. googelst. Ja, auf jeden Fall Metal Gear Solid 5. Super. Für manche Leute ist es anscheinend ein bisschen zu Open World, weil wir wissen ja, Metal Gear war eher so linear. Kleine Areale, wo du linear durchschleichen musst oder halt dich durchballern musst. Ja. Wonach suchen wir nochmal? Das neue Spiel von Hideo Kojima. Ich habe echt den Namen vergessen. Das gibt's Hideo nicht. Kojima, Spielentwickler. Sein neues Spiel. Gucken, ob ich da irgendwie was mit aktuelle Projekte, Spieleauswahl, Auszeichnungen, Einflüsse, Persönliches, bla 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 bla. Mal gucken. 2019. Death Stranding Habe ich doch nennt Death sich das. Stranding, Ja, genau. so heißt es. Aber man weiß ja immer noch nicht genau, um was es geht, weil der Trailer alles ein bisschen verwirrend war. Man weiß, man hat ein kleines Genau. Baby in der Kapsel, das man beschützen muss. Ne? Sind auch wieder namhafte Schauspieler. Er hat namhafte Schauspieler eingebaut in dieses Spiel. Die komplette Interessant. Mimik, alles. Grafisch wieder bombastisch. Kann man auch nicht anders erwarten. Kommt diesen Monat raus. Noch für die PlayStation 4 hat schon mal was. Also nicht ein PlayStation 5-Titel. Man hat jetzt gedacht, kommt für nächstes Jahr für die PlayStation 5, aber nein. Ja, vermutlich wird es trotzdem auch für die 5er rauskommen. Ich denke, man wird es Nachgelegt. noch mal auf den Fünfer umkodieren. Eben, auf jeden Fall. Aber ich werde es mir mal anschauen. Und ich bin mal gespannt, was der Preis dafür sein wird. 70, 80 Euro? Ja, also ich habe jetzt schon Würde ich jetzt mal einen, so pauschal wenn es so vermuten. riesig wird, also richtig riesig wird, Death Stranding von unserem Hideo Kojima, dann denke ich mal, dass schon 70, 80 Euro das Spiel kosten wird. Also ich habe jetzt für Red Dead Redemption 2 habe ich, ach, ich glaube, 70 Euro hingelegt für den Umfang. Muss man sagen, ja. Auf jeden Fall Metal Gear Solid 5. Ich mag's, wer nicht drauf steht, hat Pech. Spielt halt was anderes. Dann haben wir noch Fallout 76. Hänge ich auch gut dran. Hatte ja einen miesen Start. Vor Haben über aber einen einem sehr Jahr. großen Sprung gemacht von 4 auf 76. Es ist ja eigentlich, man muss sagen, Fallout 76 ist ja. Wahrscheinlich außer der Reihe. Es spielt im Universum, nur Also. andere Abteilung, sage ich jetzt mal. Ah, okay, ja. Es ist halt sozusagen. Der Shelter, also der Bunker, die Vault 7, also 76. Klar, atomarer Krieg startet, bla bla bla. Ja, gut. Und von dieser Zeitlinie sind erst nach dem Bombenfall erst 100 Jahre vergangen. Bei Ah. Fallout 4, Fallout 3 sind ja einige Jahre mehr vergangen.
Deswegen sieht man bei Fallout 76 auch noch einige Vegetation. Also man hat schöne grüne Bäumelandschaft. Mittlerweile gibt es ja auch dieses neue Update mit Überlebensding, wo halt alles verbrannt dann ist. Survival-mäßig, aber wie gesagt, es hatte einen schlechten Start am Anfang. Es war auch Schlechter Start, extrem gutes verbuggt. Ende. Wir kennen ja die Bethesda-Spiele mit den Bugs, Skyrim und war schon irre witzig. Nee, aber es hat sich im Wesentlichen schon verbessert. Ich spiele es auch gern. Ja, zum Spielen braucht man halt einen PlayStation Plus Account. Abo. Ja, okay. Ja, ist mittlerweile fast gang und gäbe. Ansonsten, was ich jetzt auf der Konsole selber habe, ist noch Final Fantasy 14, dann Horizon Zero Dawn, Infamous First Light, was glaube ich, dann Batman Arkham Knight, Mass Effect Andromeda, dann nochmal die digitale Version von Detroit Become Human, war halt gratis Monat wieder, die Gratis-Spiele in dem Monat. The Last of Us Remastered. Da kommt ja auch eine neue Version raus, der zweite Teil, Part 2. Was habe ich denn noch auf der Konsole? Müsste ich mal morgen abchecken. Ich habe eh vor, morgen Abend zu streamen, von der PS4 aus, wenn es hier unten gemütlicher wird. Dann wird es von unten aus gemacht. Ja, es ist halt, dann kann ich auch besser reden in unserem Studio. Es ist trocken, es ist ruhig. Hauptsache, wir haben ein Dach über Wir dem haben ein Dach über dem Kopf. Kopf, das passt schon. Das ist schon mal das Wichtigste. Auf jeden Fall. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir machen es à la Sims. Erstmal Bonsenhaus bauen, aber kein Geld mehr für Möbliar, wenn man ohne Genau. Cheats spielt. Was mir noch eingefallen ist, auf meinem Altrechner habe ich auch noch ein paar Spiele, die ich auf den neuen Computer drauf machen werde, den wir auch jetzt gerade auch nutzen zum Streamen. Einige Anno-Spiele habe ich Anno ist drauf. immer gut. Anno Das kommt immer gut, ja. ist mir nämlich so im Nachhinein auch noch so eingefallen. Das könnte ich mit auf die Grad draufsetzen. Ja. Das wäre nicht schlecht, ja. Kann man machen. Also Anno-Spiele. Stardew Valley, Graveyard Keeper hatte ich mal erwähnt. Dann, Bud Spencer und Terence Slabs and Beans. Können wir auch mal zu zweit spielen. Ist machbar. Wär eigentlich vielleicht sogar eher Lässt sich sogar so. unsere Retro-USB-Super Nintendo-Controller an den Computer anschließen. Dann können wir mit den Controllern Stimmt zocken. eigentlich. Ja. Stimmt eigentlich. Würde ich jetzt mal sagen. Das kommt gut. So, also spielemäßig kann man eigentlich relativ viel im Petto, würde ich jetzt mal sagen. Also Jo. Ziemlich viel. ziemlich viel. Ziemlich viel. Oder was hast denn du im Petto? Ich würde mich da auf ganz andere Sparten eher beziehen. Also es geht halt eher so Richtung Strategie, Wirtschaftssimulation. Die RPG-Sparte wird bei mir wahrscheinlich eher im Fokus stehen. Darunter zähle ich jetzt zum einen als Großprojekt die Final Fantasy-Reihe von 1 bis 15, ausgenommen jetzt die zwei Online, die zwei Online Final Fantasies, die sind jetzt ausgenommen, 11 und 14. Aber das, was halt für die Konsole halt machbar ist, beziehungsweise je nachdem halt auf dem Rechner, müsste ich halt schauen. Ich habe noch so ein paar Final Fantasy Teile auf der Wunschliste eigentlich in Steam. Dann, was habe ich da sonst noch so im Petto? Für die, die es kennen, habe ich vor, halt in Titan Quest komplett neuen Charakter anzufangen, wo ich mal mich an einer komplett neuen Klassenkombination halt ranwagen werde. Was für eine, weiß ich noch nicht. Müsste ich mal gucken, in welche Richtung ich das dann mir mal ausklügel. Dann etwas älteres Spiel oder eigentlich schon ziemlich altes Spiel. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Es gab mal in einer Computerbild-Ausgabe, nämlich die Gold-Edition dazu, Patrizia 2. Das ist jetzt so ein
rein klassisches Wirtschaftssimulationsspiel mit Aufbaucharakter. Man fängt in einer Stadt an zur Hansezeit. Und man muss sich halt in der Hinsicht halt einen Namen machen, weiter ausbauen. Man kann sich dann in andere Städte expandieren, man kann die Flotte ausbauen. Man kann halt vom kleinsten Krämer über Fernkaufmann bis hin zum Ratsherrn, zum Patrizier werden und vielleicht sogar auch der Eldermann, der der Vorsitzende aus der Hansezeit war. Alles möglich, also einiges kann Alles man schon möglich, machen. alles Und möglich. Was, ja, was spielst du denn abgesehen jetzt von Strategiespielen noch so und RPG? das sind eigentlich so die hauptsächlichen Sparten, Gut, die aber ich so gerne. Assassin's Creed, das wäre Assassin's innovativ. Creed ist, ja gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu definieren. Es ist eigentlich so ein bisschen Hack and Slay. Oder beziehungsweise Action Adventure. geht aber auch so ein bisschen Richtung Strategie. Du musst überlegen, wie du was machst. Ja, aber auch Action Aber Adventure. Action-Adventure, gut, das ist jetzt so. Normalerweise in einem RPG springst du ja eigentlich nicht. Normalerweise ja. Ja, genau so war es ja auch die Sache. Wobei, man muss sagen, Assassin's Creed hat RPG-Elemente. Ja, es sagt Dein ja auch keiner, dass es jetzt nicht. Es ist auch nicht anders. Charakter wird im Laufe der Zeit stärker, indem er halt mehr aushält und ein bisschen mehr Leben hat. Gut, es ist halt ein anderes, aber bei Final Fantasy ist halt richtig RPG. Da musst du auch Das dein, ist der Klassiker, ja. da musst du auch deine Skills halt richtig planen. Das Es ist gab ja in alles jedem klar. Teil gab es ja entweder ein Sphärenbrett oder Sphärobrett ja in Sphärobrett, FF10. also Also das hat ja. es gab verschiedene Sachen. Nein, also durchaus die Assassin's Creed-Reihe wird bei mir auch, denke ich mal, auf langfristiger Sicht gesehen, mal als Projekt in den Fokus geraten. Da würde ich dann auch in der Hinsicht beim Einser wieder anfangen. Nochmal die drei, also die Trilogie aus dem zweiten Teil, die mir bisher auch am besten gefallen hat. Es bestätigt sich immer wieder die Zweier-Trilogie um Ezio Auditore da Firenze ist eines der besten Assassin's Creed-Teile, die jemals rauskamen. Der Dreier ist interessant gemacht von der Story, aber finde ich vom Gameplay halt schon wieder. Da hat Ubisoft sich nicht so wahnsinnig Ja, sie haben viel ja bei jetzt ein bisschen rausgenommen. nachgelassen. Sie haben es ja mit Assassin's Creed Origins. Ägypten haben sie ja anscheinend Ja. wieder reingeholt. Also das hat Ja. gute Kritik gekriegt. Das Odyssey Das mit dem Römischen Reich. bei der Odyssee gibt es sogar drei verschiedene Teile. Oder vier, nee, vier sogar, glaube ich. Das wäre mir jetzt neu. Wüsste ich jetzt nicht. Auf jeden Oder ich Fall habe jetzt gerade was. kam es auch recht gut an. Oder ich habe jetzt gerade ein anderes im Kopf, Ich weil glaube, es das ist ein gibt. anderes Ding. Es Das gibt. Es, Black Flag oder irgendwie sowas nee, gab es nee, einen nicht Black Ableger. Flag. Es gibt nämlich. Das müsste eigentlich sogar aus der Odyssee-Reihe sein. Einmal mit Römischen Reich, einmal in Russland, einmal in China und einmal in Indien. Nee, das wäre mir neu. Nee, nee, nee. Und das Das Odyssey ist eigentlich ist, rein glaube ich, ein Römisch, eigenes. soweit ich weiß. Dann Also habe ich ich habe gerade nichts. ein anderes im Kopf, aber das Das ist ein gehört anderes, prinzipiell weil auch ein dazu. russisches Reich wusste ich gar nicht, dass es bei Assassin's Ich Creed versuche es ja halt einigermaßen chronologisch von der zeitlichen Einordnung her zu spielen. Ich meine, gut, bei dem 1er, 2er, 3er ist es noch relativ easy. Ja, dann kamen ja viele Ableger und viele Neben-Assassin's Creed-Teile Dann und. müsste man halt anfangen zu überlegen. Es gibt halt einmal Black Flag, dann gibt es noch. Gut, Black Flag ist eigentlich prinzipiell die Vorstory zu Assassin's Creed 3. Weil Black Flag handelt nämlich von einem Assassinen, der halt so ein bisschen zwiespältig ist, also zwielichtig. Einerseits ist er unfreiwillig in die Assassinen-Szene reingekommen, wird aber von den Templern beschwatzt und lernt dabei nämlich auch noch den Vater von Connor kennen, Haytham. Ich habe Glück, also Und wobei. das hängt nämlich so damit zusammen. Ich bin noch Was, am was, was, Überlegen, wie ich was, das was? chronologisch Gut, aufbauen was ich werde. eigentlich auch jetzt eigentlich auf den Punkt bringen wollte, ist, dass auf jeden Fall Origin und Odyssey anscheinend also gut ankommen. Ja, Ich habe jetzt Odyssey noch nicht weit gespielt, das habe ich noch vor. auf jeden Fall wieder besser als die Teile, Ja, die von drei bis irgendwo mal kamen. es wurde ja, ich weiß nicht, ob es angekündigt wurde von Ubisoft.
ich glaube, es wurde. Aber es soll ja ein neuer Assassin's Creed kommen. Darum geht es diesmal um Wikinger. In Auch der interessant. Wikinger-Mythologie. Das ist dann aber wahrscheinlich wieder irgendwo ein Ableger, zeitlich eingeordnet, irgendwo zwischendrin. Vermutlich, also die wird wahrscheinlich die eigene Linie halt haben. Also Ja. irgendwo, wo es reinpasst. Ja. Schon Eigentlich wahrscheinlich. gut zeitmäßig, ja. Es wird schon passen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Dann halt so, was kommt bei mir noch so ins Repertoire? Klar, wenn ich mal einfach ein bisschen so streamen möchte, ohne jetzt konkret irgendwas zu machen, das kann auch mal durchaus passieren, dass ich mal jetzt so Arcade-Spiele wie Gems of War oder sowas dann mal einfach spiele, eine halbe Stunde oder so. Es wird eigentlich nicht langweilig. Ich habe in der Hinsicht noch Story offen. Ich kann nur leider keinen neuen Account machen, weil ich muss mit dem weiterspielen, den ich habe. Wäre dann prinzipiell einfach so mal als Lückenfüller, wenn ich mal sage, boah, ich habe mal eine Woche dazwischen, wo ich sage, ich zeige einfach mal irgendwas, quatsch mit den Leuten, chat mit den Leuten und zock einfach nebenher Ja, so ein also bisschen. im Großen und Ganzen, wir haben auf jeden Fall einige Spiele im Petto. Sehr Und viel, jetzt auch nicht sehr gerade viele. unbedingt langweilige. Sehr Mal viele. etwas mit mehr Action, mal etwas ruhigere, also Das gibt's das gibt's alles, auf also jeden das gibt's Fall. alles mit dazwischen. Ja. Die Anno-Reihe hatte mir nämlich auch noch so in den Sinn geschwebt. Ja, da können wir auch nochmal. Spezifisch jetzt eigentlich sogar Anno 2070. Ja, ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Theoretisch gesehen könnte man das nämlich auch als Multiplayer auslegen. Das Ja, stimmt eigentlich ist mit. aber wahrscheinlich schwierig streamtechnisch umzusetzen von zwei verschiedenen Ja, da müsste Rechnern halt einer. aus. Da müsste halt einer das streamen. Also gut, Aber nein, es ist nicht. Es technisch ist es schon machbar, aber man braucht halt ein bisschen mehr Equipment und mehr ja, gut. Aber das wäre Zusatzverteilerkabel jetzt zum und. Beispiel auch eine Sache, wo man dann sich hier hinsetzt. Ja. Jeder hat halt seine eigene Rechnereinheit. Ja. Und dann kann man das auch zu zweit. Also das wird auch funktionieren. Also so ist es jetzt nicht. Nur das wird schon gehen. Das wird schon funktionieren, definitiv. Also das Also, auf jeden wir Fall. haben, wir haben relativ, wir haben genug Wir Spiele. haben sehr Also, viel, ja. ja, wir haben Spiele auf jeden Fall. Also sehr viel auf jeden Funktioniert. Fall im Repertoire. Was ich jetzt auch noch im Sinn hatte, da muss ich mir aber noch mal was überlegen. Das werde ich wahrscheinlich eher dann, weiß ich nicht, mit Handy draufhalten machen müssen und die Cam halt draufhalten. Sind die, ist es Großprojekt Pokémon-Generation durchspielen. Wie gesagt, du könntest es ja, es ist ja Ich machbar, könnte es mir klug. theoretisch gesehen auch anderweitig besorgen. Muss ich halt nochmal gucken, ob ich halt eher wirklich so das Retro-Feeling halt erzeugen möchte. Aber da muss ich mir noch irgendwas Aber einfallen lassen mit Halten von Handy oder so. dann würde ich es eher doch lieber auf dem Computer machen. Es wäre besser, farblich wäre es besser, Sicht wäre es besser. Ich Und denke ich habe mal. auch schon einige andere Leute auch gesehen bei Twitch, die das auch so machen. Ja, Also. gut, dann, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall dementsprechend halt schon zeigen, dass ich diese Edition auch tatsächlich besitze. Dass man halt auch sieht, okay, ich habe die schon als physisches Ja, kannst du ja Material. zeigen. Das ist ja kein Thema. Kannst du zeigen. Du darfst es ja Was. auf dem Computer machen, diese ganze ROM- und Emulatoren-Sache. Es ist eher ein Grauzone-Bereich. Wenn du das Original hast, ist ja kein Problem. Du hast ja die Originaldaten. Von Dann dem kann ich her, durchaus sagen, da ich wollte es mir nur einzeln, einfacher machen. da ist Original. So, jetzt werden wir am Computer. Ich wollte es mir halt einfach nur vom Handling einfacher machen dann. Ja. Also, das ist ja in der Hinsicht dann ja nicht verboten, wenn man es sich dann halt einfacher macht. Und Nee. halt auch was in den Händen hat. Genau. Ich würde es dann auch so machen bei den weiteren Generationen, dass ich mir trotzdem versuche jeweils eine Edition aus einer Generation trotzdem zu besorgen, dass ich die halt trotzdem auch als Spielkassette vor Ort habe
und dann erst dementsprechend anfangen werde, das auf Emulator oder so zu spielen. Ja. Weil so kann ich immer die Legitimation halt nachweisen, ich habe das Spiel. Das ist halt so der Plan, aber ich bin momentan oder vorhin spontan ist mir so in den Sinn gekommen, ich werde wahrscheinlich als erstes ja, Let's Play oder halt auch für die Stream-Einheiten mich mal an SimCity 4 wieder dran setzen. Da steigt jetzt gerade irgendwie die Lust da, mal neu Das anzufangen, habe ich den Leuten gestern was zu geben. bemerkt. Da wärst du jetzt am liebsten noch dran geblieben. Nee, gestern habe ich noch Verkehrsgigant gespielt. Ja, ich meine jetzt hier, wo du hier warst, mit deinem Also Laptop. ja, gut, wo wir das noch alles Ja. konfiguriert haben, da habe ich Ja, es leider hat natürlich. es halt nicht so geklappt mit dem Einstellen richtig. Müssten wir noch nachjustieren. Deswegen, Ja. das ist, sag ich mal, das Geringes Projekt, Problem, da müsst ihr mir das einfach Projekt, nochmal was ich angucken. als Wolf, oder das ist wahrscheinlich das erste kleine Projekt, was ich wahrscheinlich starten werde. Ich werde es wahrscheinlich auch so machen. Ich werde den eigentlichen aktuellen Spielstand mit der riesengroßen Region, die ich halt einfach systematisch rastermäßig bebauen will, erstmal liegen lassen und dann denke ich mal individuell halt auf einer recht neutralen neuen Karte dann nochmal neu anfangen. Okay. Genau, Gut, also das passt. Das sind passt so soweit. die großen. Ja, also wir haben sehr viel eigentlich. Ja. Wir haben sehr viel, was wir im Repertoire haben. Und mehr lässt sich auch besorgen. So ist jetzt nicht. Also. So ist es jetzt nicht. Ich bin eigentlich eher der Fan davon, ich will erstmal das Zeugs durchhaben und ich sagen kann, Haken dahinter. Und dann schaffe ich mir erst was Neues an. Genau, genauso wie bei Titan Quest werde ich es auch machen. Ich werde in der Hinsicht einen Charakter oder den neuen Charakter, den ich dann vorhabe zu machen, werde ich halt über die drei Schwierigkeitsgrade durchspielen. Mit der AE, also der Anniversary Edition. Auf dem Basis, also die Basis Edition. Es gab nämlich mittlerweile zwei Add-ons dafür. Die werde ich mir erst anschaffen, wenn ich das einmal mit einem Charakter komplett durch habe. Und dann werde ich halt die Add-ons oben drauf packen. Und dann kann ich es gerne halt nochmal mit dem Charakter weiterspielen. Oder halt neuen. Das muss ich schauen. Gut, was mir noch eingefallen ist, je nachdem, wenn wir unsere gemeinsamen Talkrunden haben, könnten wir auch je nachdem mal jemanden einladen dazu, der mitquatschen will in unserem Studio. Ja, natürlich. Das wäre nicht denkbar, das Jo. mit der Zeit mal so Special Guests begrüßen. Ja, Abromis. Fangen wir erst bei den Z an. Oder außerhalb vom Alphabet. Außer vom Alphabet. Ei, wären dann entweder die Umlaute. Oder wir fangen mit Kyrillisch und Alphabet an zu suchen. Können ja auch das Hiragana oder Katakana nutzen. Oder sowas. Ich Nee, glaube auf jeden nicht. Fall im Freundeskreis, Bekanntenkreis, so auf jeden So wie Fall. es sich Können gerade wir mal anhauen. Wer ausgeht. Lust hat, kann mitmachen. Es geht ja um den Spaß hier. Genau. Ich kenne auch ein paar Leute, die viel reden. Die können es in die Welt verbreiten. Da muss man manchmal wahrscheinlich einen Deckel drauf machen, damit es Vermutlich, nicht ja. ausartet. Ja. Ja. Das Beste am Twitch ist, du kannst eigentlich schön alles anbieten. Eigentlich Ich schon. könnte mal einfach live streamen, wie ich eine Bolognese-Soße selber mache und über Stunden köcheln lasse. Nur Also, als Beispiel, nicht, dass ich es also, mache, aber nur als Beispiel. also, da würde ich es mir eher noch überlegen, irgendein verrückt machende 10-Stunden-Dauerschleife mir anhören zu wollen. Ich glaube, das wäre manchmal spannender. Ja, glaube ich auch. Aber das wäre eigentlich eine Idee. Du zeigst halt, wie die Bolognese vor sich hinköchelt und im Hintergrund spielst du halt die 10-Stunden-Version von Jeopardy ein. Läuft. Läuft, sage ich dir. Gut, ich meine, es gibt auch solche DVDs von einem vom Kaminfeuer.
In einer Endschlussschleife, je nachdem, wo man Das es gab es gewohnt. damals mal öfters im Fernsehen. Super RTL hat es immer Stimmt, bei RTL war es ja. Super RTL hat es immer im Nachtprogramm nach Mitternacht oder so dann Ja. für einige Stunden laufen lassen und Einfach dann. nur Kaminfeuer. Ja, aber ich glaube auch nur über die Winterweihnachtszeit. Ja. Ich glaube, niemand möchte im Sommer Mitternacht noch ein bisschen Oder Kaminfeuer. wenn einem ganz oder wenn einem ganz langweilig war, nach Sendeschluss vom Kika einfach draufschalten, Bernd das Brot, Dauerschleife, passt. Stimmt, es kommt nachts auch. Im Kika, Früher fand ich es aber besser, da hat die Dauerschleife eine Dreiviertelstunde gedauert. Heute glaube ich nur 15 Minuten, dann fängt es auch vorne an. ja, toll. Und dann irgendwann ist es komplett ausgestellt. Aber trotzdem gucken es die Leute noch. Ja. Ich hab's nie geschaut. Ich hab's immer nur kurz mal geguckt. War es mir zu blöd und hab dann weiter durchgeschaltet durch den Fernseher, was so abging. Ja. Pass. Nö, also wir können ein paar Gäste, Sprecher, Besucher bei uns einladen, die mitquatschen wollen. Klar, wir können auch etwas zocken, etwas spielen. Einer guckt zu, zwei gucken zu, einer macht mit, keiner macht mit. Wer weiß, je nachdem. Dazu wollen wir aber wahrscheinlich erst die Attraktivität des Mobiliars steigern. Ja. Ja, ein bisschen bequemer brauchen wir es für den Hintern auf jeden Fall. Vielleicht, wir können ja mit einer, wir können ja zumindest mal mit Sitzkissen anfangen, die auch Rückenlehne haben. Jo. Wäre zumindest mal so das erste Upgrade. Wir wollten doch das Sofa hierher schleppen eigentlich. Wir nehmen, können auch direkt das Sofa nehmen, je nachdem, wie wir drauf sind. Je nachdem, wie wir drankommen. Ja, dran, also drankommen und drauf sind. Das blöd, dass jetzt wieder dieser Dauerregen ist hier. Ja, Hoffe genau. ich. Da kommt schon wieder der erste Kommentar rein. Das war Was klar. Sofa, Leute? Was Sofa? Was willst du, du Bauer? Ich muss mal herausfinden, wie man. Agathe Bauer! Ich glaube, ich muss noch mal schauen, wie man. Genau, ich teste mal an ihm, wie man am besten ihn. Ah, okay, mal sehen. Freund hinzufügen. Nein. Wo war denn nochmal diese Ablocke? Ah, Timeouts. Eine Timeout hat er schon gekriegt. Oh je. Mal sehen. Soll man noch eine hinzufügen? Blockieren, melden. Naja, Oder in Ruhe passt. lassen. In Ruhe lassen. Einfach diese Trolle ignorieren. Nee, auf jeden Fall. Was war das denn? Dreisitzer. Dreisitz für drei Personen, der Hund? Eigentlich drei Sitze. Es ist ein Schlafsofa ohne Links-Rechts-Lehne. Ach, da kann man sich nicht so schön anlehnen. Nee, es sei denn, du machst es halt wirklich so wie im TV, wenn die einfach nur so ein Sofa haben, hinten an der Rückenlehne und So dann so. So, also in der das Hinsicht. wird natürlich auch funktionieren. Nö, Also schauen wir uns das an. könnte man machen. Schauen wir uns an. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, wir müssen erstmal dran kommen. Wenn nicht, es ergibt sich immer irgendwo ein Sofa. Wie Ja, wir hätten ja heute eins haben können, zu verschenken. Ja, Eine du wo ganze wolltest eine Wohnlandschaft, du Wohnlandschaft. wolltest ein Riesending ja hinstellen, wo die halbe Twitch-Community vielleicht drauf Platz nehmen kann. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Das wäre ein bisschen zu extrem Ein und vor allem bisschen stapeln, dann wird es auf jeden Fall passen. so eine Wohnlandschaft, die hat immer Nachteile. Auch. Es ist halt von der Bequemlichkeit, sitzt erstmal ein paar Stunden da drauf und zockt mal was. Solltest schon ein bisschen relativ gerade da sitzen und. Auch zur Not chillt man sich einfach drauf. Ja. Im schlimmsten Fall könnte es dann sein, dass man dann einfach nur noch stehende Charaktere mitten im Spiel sieht, Ja. weil halt die Hauptakteure leider etwas außer Gefecht geraten sind. Naja. Nee, also Dekoration und Einrichtung kommt noch. Fortsetzung folgt. Ja, ich hoffe, dass morgen der Regen ein bisschen nachlässt. Wäre zumindest etwas verträglicher fürs Mobiliar. Ja. Bin mal gespannt, wenn wir müssen halt schauen. Auf jeden Fall, das wird bei uns schon laufen.
Kriegen wir auf jeden Fall hin. Nee, also spielemäßig haben wir eigentlich soweit gesagt. Ich habe durchgegeben, was ihr auf der PS4 habt, ein bisschen was auf dem Rechner. Du hast gesagt, was Ich du bin vorhast. in der Hinsicht dann wahrscheinlich ausschließlich nur auf dem Gamer-Laptop Ja. unterwegs. Aber selbst da ist eine breit gefächerte Auswahl da. Also daran soll es nicht scheitern. Das kriegen, das funktioniert schon. Also gut, was haben wir denn jetzt noch auf dem Plan stehen? Draußen. Ja, es plätschert wieder. Dieses Plätschern, dieses Wassergedöns nervt da. Dass es genau da am Fenster runterkommt. Muss aber ein bisschen Kies oder irgendeinen Mist hinhauen. Entweder das oder Vermieter soll die Dachrinne reparieren. wir können auch einfach ein sehr tiefes Loch graben, dann hört man es auch nicht mehr, wenn es tief genug ist. Wird halt nur ein Problem, wenn es irgendwann nicht mehr absickert und dann halt ja ein Brunnen daraus Kein entsteht. Problem, vielleicht fällt mal ein gewisser Nachbar da rein. Muah. Wäre Ja, möglich. also, was haben wir denn jetzt noch zu tun, zu sagen? Ich glaube, mit dem Hauptprogramm Sind wir wären wir durch? zumindest für heute durch. Wir haben prinzipiell jetzt erstmal das Repertoire vorgestellt. Wir werden das Ganze natürlich auch noch vielleicht ein bisschen kompakter zusammengefasst als Auflistung in den Channel stellen. Denke ich mal in der Beschreibung. Unter was für groben Sparten in der Hinsicht die Streamings dann handeln werden. Gut, Genau. dann passt. So, Je nach ich könnte ja nachdem. mal Huren fragen, ob er mal eine Gesprächsrunde mitmachen will. Oh, das wird dann lustig. Deswegen, das habe ich auch vorhin Dann gemeint. reden wir aber wirklich über alles andere. Ja. Ja, das hätte was, ist was, machen wir. Also, das eine ist dann nicht mehr aktuell, sondern da kommt das andere. Kommt fertig. Kommt Zeit, kommt Rat, heißt es dann. Nö, es wird auf jeden Fall ein gutes Programm abgeben. Und hoffen auch, dass wir weiter wachsen, auch Zuschauerzahl. Kommt Zeit, kommt Rat. Na. Kennst du nicht noch ein paar Leute, die du den Link weiterschicken kannst? Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich zu viele Arbeitskollegen treffen. Wäre das gut oder Muss schlecht? ich nicht unbedingt haben, bin ich ehrlich. Also, da müssten wir uns halt vielleicht was anderes dann einfallen lassen. Geht klar. Alles. So, was haben wir denn jetzt noch? Was haben wir denn noch? Haben wir noch was zu besprechen oder sind wir schon am Ende? Rein theoretisch gesehen. Seltsames Knackern, das gefällt mir nicht. Soll mich jetzt nicht weiter irritieren. Eben. So, dann können wir eigentlich sagen, das war's jetzt mal. Für heute. Ja, definitiv. Ich werde morgen Abend mal mit der PS4 online gehen und etwas streamen. Also bei mir wird es wahrscheinlich noch eine Woche dauern. Ja, und Domi-san Ich. sagt gerade, dein Handy spinnt wohl. Dein Headset spinnt wohl. Ah, Ja. danke für den Hinweis. Das müssen wir noch mal nachgehen. Da haben wir dann ja eine Woche Zeit, bis zu wissen. Ja. Wahrscheinlich jetzt irgendwas. Auf jeden Fall, wir sind jetzt eh gerade am Ende. Von dem her sagen wir mal danke fürs Anschauen Genau, und genau. auch für die Aufnahme zum später Anschauen. Danke beim Anschauen, fürs Anschauen. Ah ja, alles klar. Schauen wir uns dann an. Ich glaube, jetzt momentan reagiert es gerade wieder. Ja, jetzt geht's wieder. So, dann verabschiede ich mich mal. Ja, ich verabschiede mich dann auch mal Genau so. von allen, die zugeschaut haben. Vielen Dank, bis zum nächsten Dank Mal. Arrivederci, tschüss, ciao. und gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht.